Willkommen zurück in unserem neuen Heim hier und so. Aber okay, alle Vorräte und so haben wir noch. Das ist schon mal gut. So, aber gerade alles geupgradet und jetzt so. Boom, alles weg. Das klingt krass. Ja, ich verfolge dann einfach weiter mein. Was? Was zur Hölle? Hm? Ich glaube, das war der Sound. Einfach nur. Achso, das sind Kämpfer. Okay, ich gehe nochmal durchs Portal. Ja. So, wir. Achso, weil du oben bist, höre ich. Also hört man, wenn man hier drin ist, dass was draußen passiert. Nee, ich war ja noch nicht draußen, als. Ach, dann ist das einfach das Portal. Ja. Eine Hütte. Ist jetzt was passiert? Nö. Weil jetzt gerade hat es bei mir hier gewackelt. Nee, eine Hütte können wir hier nicht platzieren. Kann ich überhaupt Sachen platzieren? Ach, kann ich. Ah, manche Strukturen kann man nicht unter der Oberfläche bauen. Ah, okay. Ja, deswegen haben wir noch die andere Hütte. Sieht aus mit einem Factory. Okay, die Magieinsel scheint unberührt zu sein. Ja, ich glaube, das war jetzt nur unsere. Das heißt, alles so Richtung Overworld-Buildings, was wir brauchen, das sollten wir vermutlich dann auf der anderen Insel bauen. Au, au, au! Weißt du was, lass uns das Spiel ausmachen. Oh, so schlimm. Das Ding kam gerade genau runter, als ich mit dem Drachen abgehoben bin. Der Drache ist tot. Nein! Doch. Nein, nein, nicht unser Drache. Doch, unser Der Drache. Große. Ja. Nein. Doch. Wie gesagt, es kam gerade genau da runter. In dem Moment, wo ich aus dem Portal gelaufen bin. Aber Mann, das ist doch richtig scheiße. Man kann, vor allem wenn man die großen Drachen so scheiße erst bekommt. Die Spirit Gems sind halt voll scheiße zu farmen. Ja, da muss, also ganz ehrlich, da finde ich, sollte was gefixt werden, dass man mehr Spirit Gems bekommt oder so. Das ist momentan einfach kacke. Ich habe jetzt ernsthaft keine Lust mehr. Kann ich verstehen, ist ja schon das zweite Mal, dass dein Drache gestorben ist, ohne dass es deine Schuld war. Auf der Magieinsel ist auch die ganze Zeit, merkt man dieses bombardiert werden. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich hier bin. Ich nehme mal gerade den anderen Drachen und komm rüber. Ich würde die Session noch zu Ende machen und danach gucken wir mal, ob wir das Spiel weiterspielen oder nicht. Ja. Leute, das ganze Dorf ist niedergebrannt. Könnt das mal sein lassen? Na, jetzt ist ja keiner mehr da auf der Insel. Au. Vor allem, wir können ja jetzt auch nicht mehr die Spirit Bubbles anlegen, um dann in die Geisterwelt zu gehen und da Sachen zu holen. Ja, dann müsste halt einer von uns das Auge rausnehmen. Ja. Ich geh noch mal zu dem älteren Drachen.
der irgendwas jetzt weiß, sagt, was auch immer. Du hast jetzt meinen Drachen, ne? Ja, ich hab den gerade. Ich bin aber gleich wieder da und so. Nö, der Drache hat auch nichts groß mehr. Es ist, das Spiel ist schon irgendwie cool, aber... ist teilweise auch ein bisschen kacke. Ja, es ist ein bisschen mies. So... es ist gerade nicht voll heftig das Dorf abgegradet und dann bumm, alles weg. Ich habe das Gefühl, dass man sich irgendwie für eine Seite entscheiden muss. Entweder man macht das Magiezeug oder man macht das Technikzeug. Damit man ja, wir hätten den Drachen wahrscheinlich schon viel früher ansprechen können, wegen dem Dings. Und dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie Magie rausfinden können. Aber dann wäre das Dorf trotzdem weg gewesen. Oder wir hätten halt nur die Technikseite gemacht und dann wäre egal gewesen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Ich habe deinen Drachen zurückgebracht. Wie kommst du jetzt von der Magieinsel runter? Schwimmen oder so? Keine Ahnung. Funktioniert nicht, habe ich eben probiert. Ja. Die war gar nicht, schätze ich. Flieg einfach zurück und ich rufe den Drachen. Ach ja, du hast ja auch eine Dragon Lair hier. Ja, stimmt. Ja, immerhin das. Ja. Ja, ich habe ein Spirit Gem. Yay, wir brauchen 5 für einen großen Drachen. Zumindest den Berg scheinen sie nicht anzugreifen. Das heißt aber... unser Hafen ist weg, wir haben kein Boot. Wow, super. Das heißt, wir kommen nicht mehr auf die anderen Inseln gerade. Weil wir auch gerade kein Boot hier hatten, weil ich letztes Mal, als ich hier hingegangen bin, das mit dem Drachen gemacht habe. Die Boote stehen alle auf der Technikinsel. Und man kommt nur mit dem großen Drachen rüber, ne? Ja, weil der kleine kann nicht über den Berg fliegen. Das heißt, wir sitzen jetzt eigentlich fest. Ja, genau. Also die Technikhilfe können wir jetzt vergessen. Bis wir wieder einen großen Drachen haben. Das ist so ein Moment, wo man einfach nur noch das Spiel ausmachen ausmachen, deinstallieren und dann die Tastatur durch den Bildschirm rammen möchte. Ach, was kann dein Computer denn dafür? Ja gut, auch wieder wahr. Boah, ich weiß nicht. Auf der Magieinsel haben wir jetzt wenigstens wieder ein Spirit Gem. Ja, ich... was auch... ach, keine Ahnung, ich komme mit rüber. Keine Ahnung, was ich hier noch, jetzt noch...
Achso, du kommst hier rüber. Ja, dann ich gehe ins Labyrinth. Dann kannst du irgendwas Schönes machen, irgendwas Spannendes, weil du ja aufnimmst. Ja, spannend. Ja. Warte, bevor du ins Labyrinth gehst, ich komme mit. Achso, ich sollte mir vielleicht irgendwas zu essen oder so mitnehmen. Du solltest dir eine Menge zu essen mitnehmen. Ja. Wo ist denn nur unser Essen? Das Essen haben wir ja noch. Ah, okay. Das Lager wurde ja nach unten verschoben. Aber wir haben eine Menge schon, Steak. Du bist schon mit dem Drachen unterwegs, oder? Ja, ich bin gerade schon da, im Grunde. Wir haben Steak. Ich glaube, wir können auch Burger machen. Kann mal gucken. Was haben wir denn hier so? Hamburger. Also wir haben zwar keine Kuchen, aber wir haben hier Pies oder wie die heißen. Ah, für Iceberries. Haben wir Iceberries? Wahrscheinlich nicht. Oh doch, 16 Stück. Ich kann 16 Torten machen oder was. Ich klicke nochmal kurz zur anderen Insel rüber. Alles klar. Und töte damit am besten dann noch diesen Drachen. Ja, wahrscheinlich. Dann kommen wir nirgendwo mehr hin. Weil wir können ja auch gerade keine Dings machen. Keine Netze. Oder? Ach doch, ich glaube, hier kann man irgendwo Netze machen. Ja, waren nicht irgendwie Netze gegen Diamanten? Ja, 4 Netze für einen Diamanten. Ja, Diamanten haben wir. Ja. Wenigstens das. Das Einzige, was wir haben. Diamanten und Gold. Ja. Wir sind gerade nur dezent angepisst auf das Spiel. Das ist immer wieder so. Man denkt gerade so, boah, gerade kommen wir gut voran. Und dann kommt das Spiel so und denkt so, nö, fick dich. Und wie bei den Mirrors, dass man das einfach viel zu schwer macht. Und jetzt das hier, ja, oh, guck mal, wir machen einfach mal alles kaputt. Ja, keine Ahnung, ob das so gedacht ist oder ob wir einfach total schlecht sind oder was auch immer. Also, dass ich schlecht bin. Ja, daran bin ich gewohnt. Aber dass du dann auch so schlecht bist, weil ich lese mir ja auch nie irgendwas durch. Ja, es gibt in diesem Spiel nicht viel zum Durchlesen. Und ich finde den Multiplayer auch ein bisschen blöd. Ja. Weil funktioniert nicht immer so toll. Ja, gerade so mit Booten und so. Warum, dass du dich mit 2 Personen auf ein scheiß Holzboot kannst? Ja, oder mit 2 Personen auf dem großen Drachen. Ja. Ne, ich geh lieber, sonst sterbe ich gleich. Es ist nur dezent nervig, dass die ganze Zeit der Bildschirm wackelt. Ja, und Hauptsache man wird von allen Seiten angegriffen, dass nicht nur von oben die scheiß Bomben fallen. Nein, es bauen auch immer mehr und mehr Gegner. Ja gut, auf der Insel, die Gegner sind ja nicht der Regel. Ja, die sind lame, aber ich finde das auf der Technikinsel auch schon scheiße. So, man will nur mal kurz rübergehen. Nope, da sind erstmal 1000 Gegner. Ja, das geht ja jetzt mit den Zäunen zumindest so ein bisschen besser. Ja.
sollte ich den Drachen in die Höhle oder? Nee, brauchst du nicht, hier ist ja nichts. Okay, dann kann ich mit dir traden? Nicht während du kannst es in die Truhe packen. Oh, so geht's auch. Jetzt müsstest du mir Sachen geben können. Ja. So. Was dann hast du mir? Ich hab dir Essen und. Also ich hab dir Essen gegeben. Also Omelette für Gesundheit und Kuchen für Ausdauer. Okay. Ich sollte noch einmal kurz vorher schlafen, damit ich mit voller Ausdauer reingehe. Ja, ich nehme mal ein paar Steaks mit. Wie gesagt, ich komme mit. Wo war das denn? Hier irgendwo. Ja. Oh, hier ist eine Truhe mit Zeug. Was für Zeug? Was waren da drin? Kohle, Eisenerz und Quarz. Oh, kann sein, dass ich das mal als Zwischenlager benutzt habe? Ja, habe ich ja einfach mal mitgenommen. Hier ist der Eingang. Da drüber? Oh, ich dachte da drunter. Nee, da drüber. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Warum habe ich die Katze ausgerüstet? Ich kann noch eh viel weiter gucken als die Katze. Viel besser jetzt. Ja, also mit dem Ding geht das voll klar. Dieses Labyrinth voll schlimm. Bei mir war gerade noch mal ein anderer Gang. Noch mehr Gänge. Ja. Also wir suchen eher Kisten, ne? Ja. Wir suchen Kisten. Also wenn wir hier nicht demnächst noch irgendwie eine Kiste mit 5 Spirit Gems finden, könnt ihr, glaube ich, davon ausgehen, dass das die letzte Aufnahme sein wird von A Ground fürs Erste. Ja, was würden wir dann alternativ spielen? Weiß ich nicht, würde ich dann überlegen. Ja. Ich geh mal hier rein. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Weiß ich nicht. Unter der Erde, nehme ich an. Oh, bei uns. Ja. Interessant. Interessant, aber nicht das, was wir wollten. Ach ja, stimmt, wir sind ja auf der Magieinsel. Ja, du. Also ich bin auf der Magieinsel. Du warst ja scheinbar gerade nicht mehr auf der Magieinsel. Keine Ahnung.
komme ich jetzt raus? Okay, ich bin jetzt so rausgekommen, wo Gegner sind. Ja, ich auch. Und wieder so ein Körper. Oh. Hier ist eine Würmmutter. Droppt hier was Cooles? Oh, ja, bei mir auch. Mein Ding ist gerade nur leer. Ich muss mal kurz. Hä? Wo ist mein Eisschwert? Weiß ich nicht. Oh, aber das Eisschwert ist sehr effektiv gegen das Vieh. Mein Eisschwert ist jetzt ein normales Schwert. Dann ist die Verzauberung leer. Ach so, ja, okay. Hoffentlich droppt die 5 Spirit Gems. Nee, ein. Glaube ich zumindest. Ja, ein. Sie ist tot. Ein Spirit Gem. Yay. Nur noch 2 Stück, dann haben wir wieder 5 zusammen. Ja. Ja, wahrscheinlich kommen wir dann bei der Technikinsel an und die ist einfach auch komplett weggebombt. Ja. Also wenn das so wäre, ich würde wirklich das Spiel einfach ausmachen. Ja, das könnte ich dann auch verstehen. Wenn das dann so wäre, so nö, du hast dich jetzt für die Magie-Seite entschieden, auf der anderen Seite ist alles weg. Was ist jetzt los? Ich bin auf... Ah ja, ich bin auch auf der Insel gelandet. Wo bin ich jetzt gelandet? Nicht. Warte mal. Also irgendwas ist jetzt doll am Zerbomben, aber ich habe hier die ganze Zeit Gold und Refined Oil. Also keine Ahnung, aber das Zerbomben kommt wegen mir. Weil ich bin gerade bei uns auf dem Planeten. Glaube ich. Ich glaube, ich bin auf dem Technikplaneten. Oh, das wäre... Kannst nicht zufällig ein Boot hier mit rüberbringen? Werde ich dann gucken. Wahrscheinlich werde ich dann zerbombt und bin dann... Ja, ist egal. Bleib ein paar Meter vor der Küste einfach. Ja. Ja. Hm? Ich bin auf der Technikinsel. Das wäre ja schon mal gut. Wäre doch schöner, wenn wir zu zweit auf einem Boot fahren könnten. Ja. Nein! Hä? Na. Hm? Das Raumschiff der Mirror ist zerstört. Was? Da kommt man nicht mehr rein. Von dem Mirror, das kaputte Raumschiff ist komplett zerstört. Okay. Oh, das Patrouillenboot steht hier noch. Ich komme rüber. Wusste ich gar nicht, dass das hier noch steht.
Oh nein, hier ist auch alles zerstört. Ich komme jetzt noch einmal rüber, gucke mir das alles an, beende die Folge, mache das Spiel aus und deinstalliere das Spiel. Das ist wohl tatsächlich so, dass man sich für eine der beiden Wege entscheidet. Ich bin fast tot, weil ich gerade von so einem Scheißding erwischt wurde. Während ich an einem Kampf mit einem Viech war. Ey, wie kacke ist das bitteschön? Jo, da ist alles weg. Ja, alles weg. Wunderbar. Bye. Ja. Der Hafen auch weg. Hm? Ah, wir haben zwei Boote. Ja, ist okay. Dann lass mal drei sogar. Ja, ich fahre in den Strudel. Vielleicht sind wir da sicher. Ja, hätte ich jetzt angenommen. Dann lass mal zu der Hightech-Insel gehen. Mhm. Ob die noch da ist. Und dann, keine Ahnung. Wo sind denn dann unsere ganzen Sachen aus dem Lager? Stimmt. Weil das andere Lager haben wir ja umgeräumt bekommen, aber das Lager. Also hier hat es auch gerade einmal kräftig gewackelt. Hm. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Achso. Ich hab nur das langsame Schiff. Ich bin wesentlich langsamer als du. Ja, ich schau mal. Hä? Hm? Ach, ich bin nicht durch den Strudel. Oh. Ich hatte eine Ladesequenz, aber ich bin nicht durch den Strudel. Oh, gut. Okay, hier wackelt. Jetzt bist du durch den Strudel? Nein, mein Smaug ist am Sterben. Ich muss den füttern. Also hier steht noch alles. Das ist gut. Nur, in dem Lager waren so irgendwie 80% unserer Rohstoffe gefüllt. Oder sind die jetzt Sachen jetzt hier? 13 Stahl, 9 Diamanten, Powercore-Parts. Ah, ich glaube, die Sachen von der Technikinsel sind hier gelandet. Auf der Hightech-Insel. Das wäre super. Ich meine, hier sind. Ja, es geht. Ein paar Sachen sind hier zumindest. Nee, ich glaube aber nicht. Ja, so unser ganzes Titan, das hauptsächlich war auf der Insel. Nee, das haben wir hier nicht. Wir haben hier einen Titan, das hatte ich eben gefunden. Ich pack mal Gold und das Öl und Shit pack ich da mal rein. Ja, wenn dir die Mühe machen willst. Du willst das gar nicht mehr dann spielen, ne? Nein. Hm. Ich find sowas einfach nur scheiße. Warte mal! Wir haben keine Fabrik! Wir können jetzt nicht mal die Hightech-Parts herstellen! Nö. Okay, eine Sache will ich jetzt noch gucken. Hm? Auf die andere Insel. Mhm. Wieder zurück auf die Technikinsel. Und dann gucken. Achso, ja, erstmal mein Drachen füttern. Ob der U-Boot-Bunker noch da ist? Ja. Soll ich einmal gucken? Oder willst du das schnelle Boot? Du kannst auf einmal gucken, ist mir egal. Ja, dann mache ich das einmal. Also, wir sind bei 28 Minuten, aber ich sehe irgendwie gerade den Sinn nicht darin, die Folge jetzt zu beenden. Oder wollen wir jetzt einmal nochmal eine Folgenpause machen und dann wird die nächste gegebenenfalls sehr kurz. Ja, können wir machen. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Eventuell wird die nächste die letzte. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.